ungenutztes Potenzial, denke ich, hat jeder. Wir haben ungenutztes Potenzial in der Natur. Deswegen habe ich zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage, weil ich finde, warum soll die Sonne, wenn sie scheint, den ganzen Tag scheinen und ich fange die Energie nicht ein. Ich finde erneuerbare Energien extrem gut. Ich finde alles gut, was so ein bisschen die Ressourcen des Planeten schont, weil wir wollen ja auch in ein paar Jahren noch da sein und den Planeten, auf dem wir wohnen, nicht einfach kaputt machen. Das wäre ja wie wenn ich meinen Geist, meine Birne kaputt mache, obwohl ich das Ding brauche, um zu leben und um auch glücklich zu leben. Und im Kopf natürlich haben wir jede Menge ungenutztes Potenzial. Also wer nutzt schon das Potenzial seines Geistes komplett? Ich glaube, da gibt es nicht einen, aber es gibt große Unterschiede von Menschen, die wirklich einen ganz geringen Teil nur nutzen und andere wiederum, die zumindest auf der Suche sind nach einer Erweiterung ihres geistigen Potenzials oder nach der Nutzung von mehr. Im Alter von 12 Jahren hat mein Onkel Roland Geiselhart mich zu einem Gedächtnisseminar mitgenommen. Also mein Onkel war damals schon Gedächtnistrainer. Und erst wollte ich das gar nicht und fand das auch ziemlich doof, weil ich habe in der Schule schon genug lernen müssen. Dann sagte mein Onkel aber einen entscheidenden Satz und der war, wenn du einmal bei mir ein Seminar mitmachst, musst du nie wieder lernen. Und dann kam es zufällig, dass ich im Alter von 16 Jahren meinen Onkel in einem Seminar vertreten sollte und hatte damit mit 16 mein erstes Seminar, das ich geleitet hatte. Und bin seitdem auf dem Weg. Also seit ich 16 bin, mache ich diese Seminare und Vorträge. Und das Komische ist, dass mir das immer noch jetzt nach über 33 Jahren immer noch Spaß macht. Innen drin habe ich einfach gespürt, das ist das Richtige für mich. Ich bin anscheinend dazu bestimmt, anderen Leuten Techniken, Strategien rüberzubringen, mit denen sie mehr ihres geistigen Potenzials nutzen können. Viele Menschen, die bemühen sich gar nicht erst, sich Sachen zu merken, weil sie von vornherein glauben, dass sie ein schlechtes Gedächtnis haben. So, wenn ich jetzt glaube, ich kann es sowieso nicht und fange aus dem Grund nicht an, kann ich dem die beste Technik anhand geben. Wenn er nicht anfängt, bringt die Technik auch nichts. Also muss ich erstmal weiter vorne ansetzen und die alten Glaubenssätze bei den Menschen aufbrechen. Also die negativen Glaubenssätze von wegen, ich kann mir keine Namen merken, ich kann keine Sprache lernen, ich kann mir Vokabeln schlecht merken. Unser Unterbewusstsein arbeitet ja nur mit Gefühlen und Bildern. Wenn ich die richtigen Bilder in meinem Kopf sehe, wenn ich in der Lage bin, die richtigen Bilder in meinem Kopf zu gestalten, um dadurch ein Gefühl des Siegens, des ich halte durch, ich schaffe das, zu kreieren, dann glaube ich, kann ich nach vorne gehen und auch Erfolg haben. Der Trick beim Vokabellernen ist einfach, dass ich es, wie gesagt, wieder über Bilder mache. Also ich muss nur aus der Vokabel ein Bild machen. Dieses Bild verknüpfe ich mit einem kleinen Filmchen mit der Bedeutung der Vokabel. Zum Beispiel will ich jetzt lernen, die englische Vokabel für scharf ist sheep. Sheep ist für uns im Deutschen, aber ich schieb irgendwas. Also stelle ich mir jetzt vor, ich schieb das Schaf. Und mit diesem Bild, ich schieb das Schaf, habe ich es schon drin. Mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Praxis, kriegt das jeder wirklich ganz easy hin. Die Kreativität steigt enorm dadurch, muss sie ja auch. Mein Name ist ja Geiselhart und ich habe da mal was vorbereitet. Ja, also ich geißel mich natürlich ganz, ganz hart und mit diesem Bild und mit dem Instrument ist es doch leicht, sich meinen Namen Geiselhart zu merken. In Indien gibt es Elefantenbesitzer, die wenig Geld haben, sind stolz darauf, dass sie einen Elefanten haben. Und wenn die den Elefanten in jungen Jahren, binden die den meistens mit einem Seil an, dass der junge Elefant, weil er noch nicht so kräftig ist, auch nicht durchreißen kann. Deswegen bleibt er da stehen. Jetzt wächst der Elefant, wird älter und älter und älter. Mittlerweile ist er so stark und so groß, dass er das Seil locker durchreißen könnte. Er hat aber immer noch im Kopf, dass er das vor Jahren ja niemals geschafft hat, dieses Seil durchzureißen. Also glaubt er auch im älteren Alter, dass er es eben nicht durchreißen kann. Und deswegen versucht er es erst gar nicht. Ja, und das finde ich eine sehr schöne Geschichte, die uns Menschen genau eigentlich das zeigt. Wir haben als Kinder auch bestimmte Sachen nicht hingekriegt und im jungen Alter.
Und dann glauben wir, weil wir es früher nicht konnten, wir können es heute immer noch nicht und fangen erst gar nicht an, das zu versuchen oder es zu tun. Und da ist mein Wunsch wirklich, dass sich jeder das mal so ein bisschen bewusst macht, dass jeder guckt, das ist eigentlich nur ein kleines Seilchen, was mich da festhält, das kann ich locker losreißen und kann dann mein Leben leben und das wirklich schaffen und machen und angreifen und versuchen, was ich wirklich will.